erste Aufgabe, die wir haben, ist im Grunde genommen folgende. Erstmal natürlich ist ganz klar, wir haben den Long Guard nach vorne und wir bewegen uns. Ja? Das heißt also, wir sind im Movement. Jetzt kommt immer eine Sache, die mir auffällt beim Pratzentraining. Und zwar, Leute bleiben entweder komplett stehen. Das heißt also, dass ihr hier seid, er nimmt die Pratzen hoch, wir gehen nach vorne, 1, 2, gehen wieder zurück. Oder er kommt nach vorne, ich mache meine 1, 2, er geht wieder zurück. Manchmal ist es so, dass ihr euch bewegt oder er sich bewegt und ihr dann irgendwann anfangt, einfach mitzugehen. Okay? Oder aber ich mich bewege und er sich so semi-mäßig mitbewegt. Was ich von euch haben möchte, ist ein bewusstes Pratzentraining. Ein bewusstes Pratzentraining heißt, genähert an die Praxis, dass ihr im Kampf immer zum Gegner ausgerichtet seid, Punkt 1, aber Punkt 2, dass ihr auch Interesse daran habt, den Winkel zu verändern. Das bedeutet vom Prinzip, ich will eigentlich gar nicht das, er bewegt sich und ich bewege mich. Er bewegt sich und ich bewege mich. Sondern was ich eigentlich will, ist, dass ich permanent den Winkel ändere, sodass er bemüht sein muss, hinter mir herzukommen, damit das hier vorne und das hier vorne gerade sind. Wenn das gerade zueinander gerichtet ist, ist super, dann haben wir einen Pappzustand. Wenn es aber so ist, dass ich hier auf der Seite bin, vor ihm, bevor er es schafft, dann habe ich den Vorteil. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist das, worauf ihr beim Pratzentraining zwischendurch beachten müsst. Weil ganz häufig sehe ich auch zum Beispiel solche Sachen. Ihr boxt, bam, bam, er bewegt sich raus. Ja? Und dann fangt ihr zum Beispiel an, dass ihr im Grunde genommen hinterhergeht. Das ist erstmal super. Oder aber, dass ihr zum Beispiel sagt, ich box, ich gehe raus. Nein, er bleibt stehen und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr fangt hier wieder an. Und das ist natürlich so semi-gut. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, was ich jetzt als erstes von euch möchte, ist vom Prinzip, ihr steht tief, ihr gebt hier Schub nach vorne, das heißt, ihr kommt tief rein. Dieses Bein hinten, wie beim Wrestling, gibt im Grunde genommen Power. Step rein, bam, bam. Das heißt, wir kommen tief rein, schlagen hoch raus. Ja? Bedeutet also, Step rein, bam, bam. Dann fangen wir an, uns zu bewegen im Winkel. Fangen uns an, im Winkel zu bewegen. Jagen uns so ein bisschen, aber souverän. Gehe ich nach vorne, gehe ich wieder raus. Versteht ihr, was ich meine? Spielt das Ganze so ein bisschen durch. Keine Hektik reinbringen. Wenn er sich schnell um mich herum bewegt und ich permanent darauf achte, dass das hier miteinander connected ist, habe ich wenig Bewegung und trotzdem immer die Front. Anstatt ich das mache, oder anstatt dass wir beide das machen, go. Ist das mein? Er bewegt sich, ich habe meine Long Guard. Ich belauere ihn. Ich gucke, ob ich meinen Winkel verbessern kann. Pa, pa, dann gehe ich nach vorne. Step rein, Schub nach vorne. Tief rein, hoch rausschlagen. Ahnt ihr, was ich meine? Okay, komm, okay. So, so.